Ja, hallo. Ich denke, zu der Diskussion war mir jetzt wichtig zu sagen, dass, also die Frage ist ja, wir hängen bedingungsloses Grundeinkommen und Care miteinander zusammen. Und meine erste steile These ist, gar nicht, wenn wir den Zusammenhang nicht herstellen. Das sind zwei getrennte Bewegungen. Man kann Care Revolution betreiben, ohne für ein Grundeinkommen zu sein. Und man kann ein Grundeinkommensaktivist sein, ohne Care-Aspekte zu vertreten. Das kann man machen, aber ist halt scheiße. Und zwar in beide Richtungen. Das wäre sozusagen meine These. Wobei jetzt die Ina hat ja schon ausführlich darüber gesprochen, warum Grundeinkommensaktivismus ohne Care scheiße ist. Ich sag's jetzt, ich konzentriere mich deshalb auch angesichts der Tatsache, dass wir ja hier im Netzwerk Care Revolution wahrscheinlich alle wissen, warum Care wichtig ist. Möchte ich mich auf den anderen Aspekt konzentrieren, warum ich finde, dass Care Aktivismus ohne für ein bedingungsloses Grundeinkommen zu sein, auch nicht gut ist, beziehungsweise Chancen vergibt für die Vermittlung der Bedeutung von Care. Das mache ich auch entlang dieser Fragen. Was müsste sich verändern, damit genug Zeit und Raum für gute Sorgearbeit da ist? Eine Sache ist, dass Care deshalb ja auch unsichtbar sein kann, weil es für eine Privatsache gehalten wird, weil es historisch sozusagen als Privatvergnügen gilt und die Erwerbsarbeit als die öffentliche in Erscheinung treten der Menschen oder eben dann in bürgerlicher Sicht der Männer gilt. Das Problem ist aber, dass diese Aufteilung nicht mehr funktioniert. Eine Ursache dafür sind Entwicklungen im Bereich des Kapitalismus. Eine andere Ursache ist natürlich aber auch die Frauenbewegung, die eben erkämpft hat und dafür gekämpft hat, dass Frauen nicht mehr die Care-Arbeit einfach so machen, weil das eben so ist, sondern sich auch den Zugang zur Erwerbsarbeit erkämpft haben, weil sie nicht mehr unbedingt in den klassischen Familienstrukturen leben wollen. Also die feministische Bewegung hat ja auch mit zur Krise der sozialen Reproduktion beigetragen. Und das können wir uns auch als feministischen Erfolg ans Hemd heften. Wir waren das, die diese ganzen Probleme verursacht haben. Und das ist gut so. Wir haben aber auch eine Idee, wie man sie lösen kann. Und das Grundeinkommen ist nicht nur, es ist natürlich offensichtlich, dass das Grundeinkommen Ressourcen für Care-Arbeit zur Verfügung stellen würde, weil Menschen nicht mehr gezwungen werden, bei Androhung des Verhungerns ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Aber das ist nur der kleinere Teil oder auch der schlechtere Teil, weil der dazu tendieren würde, natürlich die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zu zementieren. Der wichtigere Teil dabei ist, dass das Grundeinkommen eine neue Symbolik einführt, nämlich die Trennung von Einkommen und Erwerbsarbeit. Das wäre die erste sozialpolitische Maßnahme, die Verteilung nicht an Erwerbsarbeit geknüpft organisiert. Und deshalb würde uns ein Grundeinkommen dabei helfen, diesen Zusammenhang in unserem Kopf langsam zu lösen. Und ich beobachte in Grundeinkommensdiskussionen, dass genau das auch passiert. Dass viele Leute, wenn sie über diese Idee diskutieren und darüber nachdenken, was das denn konkret bedeuten würde, ein Grundeinkommen zu haben, gibt es sozusagen das erste Mal das Gefühl dafür, dass man ja Geld woanders herbekommen kann als über das Arbeiten. Das liegt natürlich daran, dass solche Veranstaltungen häufig nicht mit reichen Erbinnen gemacht werden. Das ist also, das Grundeinkommen wäre ja nicht die einzige Möglichkeit, Geld anders als über Erwerbsarbeit zu verteilen. Aber ihr wisst, wo ich drauf raus will. Also ich sehe das Grundeinkommen auch als eine politische Idee, die Katalysator sein kann für weiterreichende gesellschaftliche Utopien, die Bedeutung der Erwerbsarbeit abmildern würde, die symbolische Bedeutung. Und deshalb finde ich das eine ganz wichtige Idee, auch um die Bedeutung von Care-Arbeit zu vermitteln, weil das sozusagen Räume, Denkräume öffnet. Die zweite Frage, wie kann eine geschlechtergerechte Verteilung der Sorgearbeit befördert werden? Ich muss ganz ehrlich sagen, und vielleicht ist das für euch ein bisschen erstaunlich, da ich ja auch als Feministin bekannt bin, das ist mir momentan eher egal. Ich halte die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung für in dieser heutigen historischen Situation, ich sage das
ich weiß, jetzt wird es gefilmt. Ich will da, also das ist ja immer das Problem, wenn man dann so Zitate aus dem Zusammenhang. Ich behaupte, das werde ich nie mehr los, aber ich halte das für momentan nicht so wichtig. Weil wir haben einen neoliberalen Feminismus momentan. Wir haben eine gute und starke Frauenbewegung, die oft aber nicht links ist und auch nicht care-bewusst ist. Und ich denke mir mal, das Thema... man muss da auch immer Prioritäten setzen. Ich halte momentan diese sozialen Fragen tatsächlich für wichtiger, zumal die Utopie eines Grundeinkommens mit einer guten Integration von Care-Arbeit in die gemeinsame Ökonomie würde dann ja für die Menschen, die Care-Arbeit bevorzugen, im Vergleich zu anderen Arbeiten keine Nachteile mehr bedeuten. Und dann wäre es ja vielleicht auch egal, was für Menschen das sind, die diese Arbeit machen. Das Problem an der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung momentan ist ja nicht, dass die Männer tendenziell eher die eine Art von Arbeit machen und die Frauen tendenziell eher die andere Art von Arbeit, sondern das Problem ist ja, dass die eine Arbeit zu Ehre, Ruhm und viel Geld führt und die andere Arbeit unsichtbar ist, schlecht bezahlt wird und keine soziale Absicherung hat. Das ist das Problem. Und wenn wir dieses Problem lösen, dann ist mir eigentlich egal, wie sich diese Arbeiten unter Geschlechtern verteilen, die bis dahin ja auch vielleicht sowieso schon ganz abgeschafft sind. Also wir haben meine These wäre jetzt mal, das Thema in der Priorität gerade nicht so ganz oben auf. Wichtig ist aber, in Bezug auf Care- und Grundeinkommen, dass wir eine Freiheit brauchen, nicht nur die Freiheit für Sorgearbeit, die das Grundeinkommen bereitstellen würde, sondern wir auch brauchen auch eine Freiheit, Sorgearbeit nicht zu machen, obwohl sie einer angetragen wird, zum Beispiel durch familiäre Konstellationen. Also oft ist ja die Sorgearbeit, die Frauen leisten, nicht unbedingt freiwillig gewählt, sondern ergibt sich auch aus Familienrollen und aus sozialen Erwartungen. Und das Grundeinkommen würde vielleicht auch dazu genutzt werden können, das aber nicht automatisch, sondern das wäre ein politischer Prozess, den wir führen müssen, dass wir über die familiären Bindungen hinaus andere Formen gegenseitiger Sorgearbeit finden können, also durch Genossenschaften, Kommunen, Projekte, was auch immer, die dann auch dazu führen könnten, dass Menschen und vor allen Dingen Frauen, von denen aus historischen Gründen Sorgearbeit erwartet wird, die aber nicht machen wollen, die Freiheit hätten zu sagen, nein. Also die Freiheit in Bezug auf Care-Ökonomie ist sowohl die Freiheit, sie zu machen, diese Arbeit, aber eben auch die Freiheit, sie nicht zu machen, wenn man nicht will. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese symbolische Trennung zwischen Arbeit und Geldeinkommen ist auch wichtig, weil es weiterführt zu der Trennung zwischen ich muss etwas leisten, um etwas zu bekommen. Wir haben zwar alle, wie die Ina schon gesagt hat, als Babys und kleine Kinder die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht stimmt, dass wir nur was bekommen, wenn wir was dafür bezahlen. Aber wenn wir erwachsen werden, kriegen wir ja erzählt, dass das jetzt ein Ende hat. Weil wir jetzt ja erwachsen sind, dürfen wir diese schöne Erwartung, die wir als Kinder hatten oder diese Erfahrung, müssen wir irgendwie ablegen und müssen lernen, dass wir nur noch was kriegen, wenn wir was dafür leisten oder nachweisen können, dass wir das nicht leisten können. Und das führt dazu, dass viele Menschen, die bedürftig sind und Sorgearbeit brauchen, ein großes Selbstwertproblem haben. Das merken wir vor allen Dingen bei alten Leuten, die die größte Sorge vieler alter Menschen ist, dass sie anderen irgendwann zur Last fallen. Und das ist was ganz Schreckliches. Also das ist auch das Zeichen dafür, dass natürlich ein kapitalistischer Markt, aber auch eine marxistische Vorstellung von Reproduktionsarbeit nicht in der Lage ist, das Problem von Care zu verstehen, weil der Witz an Care ist eben, dass man diese Arbeit auch leisten muss, wenn sie gar nichts bringt. Ja, also und wir haben uns angewöhnt, zum Beispiel bei Kindern wird ja oft davon gesagt, das sind Investitionen in die Zukunft, wenn man sich um Kinder kümmert. Das heißt, man versucht diese nicht profitable Arbeit der Kindererziehung irgendwie symbolisch in den profitablen Bereich ist, als Investitionen zu bezeichnen. Aber in der Logik muss man sagen, die Pflege alter Menschen, die sowieso irgendwann sterben, das ist keine Investition in nichts, das ist rausgeschmissenes Geld in dieser Logik. Das heißt, wir brauchen eine andere Theorie, um zu begründen, warum man diese Arbeiten überhaupt machen sollte. Für die haben wir außer sozusagen nostalgischen Bekenntnissen, haben wir da eigentlich keine, wir fassen das gar nicht, warum das gebraucht wird. Und deswegen diese Angst davor, anderen zur Last zu fallen,
die wäre sozusagen, die müssen, sollten wir bearbeiten und die könnten wir auf diese Weise eben auch bearbeiten. Ja, und ein weiterer wichtiger Punkt, und der hängt damit zusammen, also wenn, das ist ja auch so eine interessante Frage, die im Zusammenhang mit der Grundeinkommensbewegung viel diskutiert wird, und ich glaube, das waren ja auch die Schweizer, die diesen Slogan hatten, was würdest du arbeiten, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre? Und das ist natürlich tatsächlich eine interessante Frage, die wir uns viel zu selten stellen und die man sich aber sowieso generell viel öfter stellen müsste, vielleicht auch in der Frage, was würde ich dann arbeiten, wenn ich es mir ausruhen könnte? Wozu hätte ich denn Lust zu arbeiten? Und wir wären eine so viel glücklichere Gesellschaft, wenn alle Leute sich überlegen könnten, wofür sie denn Lust hätten zu arbeiten. Also ganz viel Unglück in unserer Kultur kommt ja daher, dass Leute Zeit mit Arbeiten verbringen, die sie gar nicht machen wollen. Das heißt, wir haben diese Idee, dass Arbeit was mit Zwang ist, dass man immer auf den Feierabend warten muss und dann muss man auf den Urlaub warten und dann muss man auf die Rente warten. Wir verbringen also ständig Zeit da, also wir sind ständig dabei, Zeit, Lebenszeit überspringen zu wollen, weil wir sie mit dieser schrecklichen Arbeit verbringen müssen. Und das ist ja eine völlig perverse Kultur, die wir da haben. Wir müssen ja wir sollten doch eigentlich unsere Arbeitszeit genießen wollen. Und diese Frage, welchen Sinn hat Arbeit, das Grundeinkommen schon als Idee führt es dazu, dass man über diese Frage nachdenkt. Und wenn wir es hätten, würden wir natürlich noch mehr über diese Frage nachdenken können, weil man sich nicht mehr vor der Frage drücken könnte mit dem Hinweis, ja, ich muss ja Geld verdienen. Also jeder, der mit einem Grundeinkommen noch nicht wüsste, warum er arbeitet, was er arbeitet, wäre dann ja selber schuld. Ja, man müsste das ja nicht mehr tun. Und das finde ich, dieses Unglück durch ungeliebte Arbeit ist ein großes kulturelles Problem und würde dann dazu führen, und das ist was ich in der Grundeinkommensbewegung immer nicht so gut finde, dass viele, dass dieses Argument gibt es da ja auch, aber viele betonen das ja mit, dann hätte man mehr Spaß an der Arbeit oder man könnte sich mehr selbst verwirklichen bei der Arbeit und man könnte dann Bücher schreiben oder Kunstwerke basteln oder sowas. Ich glaube ja, dass das Nachdenken über den Sinn von Arbeit auch zu dem Nachdenken über die Notwendigkeit von Arbeit führen würde und dass wir nicht alle da nur Bilder malen wollen würden. Ich will jetzt nicht das Bildermalen irgendwie schlecht reden, aber wir würden eben auch darüber nachdenken, was könnte ich denn tun, um die Welt besser und schöner zu machen? Und damit würde das dann vielleicht diese Lücke füllen, von der du gesprochen hast, dass der Kapitalismus wichtige Sachen nicht hervorbringt und unwichtige Sachen im Überfluss. Die Arbeitszeit, die wir jetzt auf irgendwelchen bezahlten Arbeitsplätzen damit verbringen, Sachen zu produzieren, die wir gar nicht brauchen, das käme dann auch in eine Rechtfertigungsschleife. Und das wäre also ein großer kultureller Vorteil. Und ich glaube, dass viele sich dann auch über die Notwendigkeit von Care-Arbeit Gedanken machen würden. Zum Beispiel, ja, wäre es notwendig, die Toiletten in Grundschulen häufiger zu putzen, als sie derzeit geputzt werden. Da könnte man, ich glaube, dass das Nachdenken über die Notwendigkeit der Arbeit wichtig wäre für das Glück der Leute und für die Welt, die dann schöner würde, wenn mehr notwendige, aber unprofitable Arbeiten von irgendjemandem getan würden. Jo, und welche Kritiken gibt es aus feministischer Sicht an einem Grundeinkommen? Ja, ein Punkt, also da zwei Punkte, die dabei für mich wichtig sind, ist, wir sollten das Grundeinkommen nicht in der Logik von Rechten diskutieren, also das Recht auf ein Grundeinkommen, sondern ich glaube, hinter dem Grundeinkommen steht eine andere Art von Vergesellschaftung und der Grund, warum wir alle ein Grundeinkommen brauchen, ist aus meiner Sicht schlichtweg der, dass wir alle ein Grundeinkommen brauchen. Also es ist ja ein Fakt, dass wir alle ein Grundeinkommen brauchen, weil wir in einer hocharbeitsteiligen Gesellschaft leben, wo niemand sich selbst versorgen kann. Wir sind alle Sozialhilfeempfängerinnen, wie Michaela Moser das immer sagt. Wir sind alle auf Sozialhilfe angewiesen und wir bekommen auch alle Sozialhilfe, sonst würden wir nicht so fröhlich und gesund hier sitzen. Also ich sehe das immer gerne so ein bisschen andersrum.
Das, was wir heute für Wirtschaft halten, ist nur eine Illusion von Wirtschaft. In Wirklichkeit haben wir ein Grundeinkommen. In Wirklichkeit haben wir schon ganz viel von dem, was wir nur nicht sehen, weil wir es nicht so benennen. Wir haben natürlich keinen. Und ich sehe das Grundeinkommen eher als einen symbolischen Akt, der sichtbar macht, sodass wir uns alle eingestehen, dass wir ein Grundeinkommen brauchen. Wir brauchen eins und deshalb machen wir uns eins. Und ganz wichtig dabei ist eine, es ist jetzt vielleicht so alles so ein bisschen zusammengestückelt wegen der blöden Zeit, aber eine ganz falsche Redewendung finde ich in dem Zusammenhang immer dann davon zu reden, dass uns die Arbeit ausgeht. Das ist momentan so ein Thema, was eben wiederkommt, auch durch die Digitalisierung und Arbeit 4.0 oder wie das immer heißt, dass dann gesagt wird, uns geht ja die Arbeit aus, deswegen können wir auch ein Grundeinkommen haben. Also die Arbeit geht uns nicht aus, die profitable Arbeit geht uns vielleicht aus. Man braucht heute keine Arbeitskräfte mehr, um Profite zu machen, oder man braucht sehr viel weniger Arbeitskräfte, um Profite zu machen. Aber uns Menschen geht die Arbeit natürlich nicht aus. Wir haben ganz viel Arbeit. Die Frage ist halt eben nur, wie wir sie organisieren. Und der Kapitalismus ist dazu nicht in der Lage. Und der schafft sich eben einfach dadurch schon ab, dass er jetzt auch schon nicht funktioniert. Und die Diskussionen, die wir jetzt führen, die sind, so sehe ich das eigentlich, eher der Versuch, den Fall, wenn er dann demnächst irgendwann sowieso kommt, etwas abzumildern, weil wir sind dann schon darauf vorbereitet und wissen, was dann passiert sozusagen. Wir haben schon verstanden, dass so wie wir über Wirtschaft reden, eh nicht mehr das ist, wie Wirtschaft funktioniert. Danke.